Fahrzeug ist für die Bahn zuständig, dass wir die leeren, wir kriegen die leeren Waggons von der Eisenbahn, dass wir vom Bahnhof draußen reinziehen, unter die Verladung stellen und befüllen und wieder ausstellen. Er hat eine hydraulische, automatische Einstellung, das heißt, er regelt sich den Druck auf die Schiene, den Anpressdruck mit den Rädern automatisch, das hat der alte nicht gemacht, den hat man einfach nur aufgepumpt und du hast immer denselben Druck gehabt. Das ist der Vorteil bei der Automatik, er stellt sich sofort, wenn du irgendwo Unebenheit hast oder sonstiges, wenn du wegfährst, regelt sich das automatisch sofort nach, dass du den besten Andruck auf die Räder, auf die Schiene bringst. So schaut das aus, wenn ich einsteige und aktiviere das, gehe ich da auf grün, dann kann ich mit der Hand das steuern, das ist Abdruck und auf Automatik macht das dann alles automatisch. Mhm. Und dann hast du dann einen Anpressdruck, da geht es um die knappe 200 Bar. Der hat einen Schraubenkompressor und der pumpt halt die Luft fünfmal so schnell als wir der alte Unimog. Das heißt, wenn ich jetzt da eine Partie von Waggons reinhole, früher haben wir es auf dreimal teilen müssen, jetzt können wir es auf zweimal machen, weil das Ding halt stärker ist. Bei den alten hat das oft 10 Minuten gedauert, bis das weggefahren hast können. Bei denen docke ich einmal an und fahre in 2-3 Minuten. Wir ersparen sich da sicher eine Zeit von 40 Minuten bei so einem Zug. Er ist für 800 Tonnen ausgelegt. Das wären so sein, um die 17 Waggons. In Summe werden das von Bahnhof draußen 300 Meter sein. Und wie schnell fährt man da ungefähr? Ja, ich sage einmal um die 10 km/h kannst du schon fahren, kannst du schnell auch fahren. Man darf fahren, glaube ich, bis zu 20 km/h, aber das fahre ich nicht, weil das ist mir einfach zu gefährlich. Alle 7 Sekunden oder was draufklopfen, okay. Wenn du fährst, dass du nicht einschlafst. Und wenn du nicht draufklopfst, dann bremst dich der komplette Zug ein. Und der Knopf ist das, dass das Lenkrad gesichert ist, dass du nicht lenken kannst auf der Schiene, weil das macht das alles allein. Und ist elektronisch abgesichert, sobald ich den Bolzen rausziehe, stehe. Das ist jetzt das hintere zum Eingleisen. Das ist von vorne. Das ist super. Zum Andocken. Das haben wir auch bei den alten nicht gehabt. Das ist auch super. Können wir los? Jawohl.